harter Film, ein tiefgründiger Film, ein Film über Frauen und Gewalt, über Ruanda, ein bis vor kurzem sehr zerrissenes Land, und ein Film über Worte, über Sprache, über die Ausdrucksfähigkeit in fremden Sprachen, in anderen Sprachen, die ja auch noch aus kolonialen Zeiten stammen, in europäischen Sprachen. Ich begrüße Ihre Exzellenz und bitte Sie, ein paar Worte aus Ihrer Sicht über diesen Film, über Ruanda zu sprechen, und freue mich sehr, dass Sie hier sind. Vielen Dank. Ich möchte mich zuerst bedanken bei Ihnen und bei allen Mitstreitern, die dieses Festival organisieren, dass auch Ruanda hier einen Platz gefunden hat, dass man sich ein bisschen näher mit Ruanda auseinandersetzt. Die Sprache ist in der Tat sehr wichtig. Und Sie haben es ja zu Recht gesagt. Französisch oder Englisch, das sind Fremdsprachen, die wir mit den Kolonialherren, also es war ja erstmal Französisch, weil wir eine belgische Kolonie auch waren, die als Fremdsprache dann unterrichtet wurde. Und dann kam eine Umstellung auf Englisch in 2008. Aber wir haben alle Ruanda eine Sprache, die wir alle sprechen, die heißt Kinyarwanda, die war zum Teil auch zu hören. Und die junge Dame hat nur Kinyarwanda gesprochen und am besten Kinyarwanda gesprochen und hatte Schwierigkeiten eben mit den Fremdsprachen. Je m'appelle Munganyinka Colette. Alors, Pierre, dis-moi, d'où viens-tu? Comment as-tu pu atterrir par ici? École primaire de Tokinabiri. Bruce. Tinhabil. Et c'est de là que vient cet accent rustique qu'on pourrait couper avec un couteau. In der Grundschule wird viel in Kinyarwanda unterrichtet, aber je höher man kommt, umso mehr Fremdsprachen dann zum Einsatz kommen. Wie ich sagte, dann früher Französisch als erste Fremdsprache, jetzt ist es Englisch, die als erste Fremdsprache dann auch unterrichtet wird. Und in der Sekundarschule findet der ganze Unterricht dann in Englisch statt. Und wie viele Menschen, junge Menschen schaffen das? Man hat ja das Gefühl, die Dame hier im Film kommt vom Land und ist in die Stadt gekommen und ist wahrscheinlich die Beste aus ihrer Gegend gewesen, um überhaupt diese Schule besuchen zu können. Wie ist denn da die Chance, überhaupt diese höhere Bildung zu erreichen? Die Chancen sind da und wir haben auch mit den wenigen Möglichkeiten, die wir haben, versuchen wir, dass wirklich alle guten Schüler auch eine Chance bekommen, auf höhere Schule zu kommen. Das ist natürlich mit mehr Anstrengung dann verbunden. Man hat es dabei auch ein Happy. Oh, da bin ich ein Stück von der Box Von weg. Das der, ist leider, gibt es hier so eine Rückkopplung. Das genau. ist genau. Also, dass sie das am Ende doch geschafft hat, noch ein Selbstbewusstsein zu entwickeln. Und ich kann auch ein Beispiel sagen, unser Präsident gibt Stipendien an die besten Schüler eines Jahrgangs und die können nach Amerika gehen. Und die kommen dann von überall aus dem Land. Das heißt, dass manche tatsächlich wirklich auch sehr, wie heißt das, weit gelegene Gegend kommen, die zum Teil auch erst in die Hauptstadt kommen, wenn sie zum Flughafen gehen. Und sie können sich dann vorstellen, was für eine Umstellung das ist, dann nach Amerika gehen, dass sie dort dann auch sich
gewöhnen können, neue Umgebung, natürlich eine andere Sprache, aber ich kann ja berichten, dass sie die sehr erfolgreich sind, dass sie alle sich sehr wirklich anstrengen. Ja, hier ist es auch ziemlich gut gezeigt, dass das Mädchen auch das Wörterbuch auswendig lernt, sozusagen. Das heißt, sie geben wirklich sich viel Mühe und kommen mit und werden sogar, zum Teil auch bessere Noten als die Mitschüler und anderen Kommilitonen. Ja. Ja. Wenn man über Rwanda spricht, dann denkt man auch natürlich direkt an den Genozid, der jetzt nächste Woche dann zum 20. Mal. Wir werden sowohl in Rwanda, aber auch weltweit Gedenkveranstaltungen auch organisieren. Wir möchten bei dem Gedenken aber auch nach vorne schauen, und das ist die Botschaft, dass wir nach vorne schauen, dass wir den Mut nicht aufgegeben haben, dass wir heute ein Land aufgebaut haben, in dem die Menschen die gleichen Rechte haben, vor allem dann die jungen Menschen auch, die diese Fähigkeit haben, auch eine Chance haben, eine bessere Bildung zu bekommen, um der Jugend auch eine Chance zu geben, eine bessere Zukunft in diesem Land zu haben. Und wir tun alles, damit dann sowas wie ein Genozid nie wieder in Rwanda passiert, aber auch nirgendwo auf der Welt.